da sind wir wieder mit Dark Souls 3, wo wir in der letzten Folge, der Disaster Area, endlich das Uchigatana bekommen haben. Oh yeah, guck, wie toll es aussieht. Und außerdem haben wir noch ein paar Seelen. Ich habe extra eine Seele geploppt, damit wir genau so viele haben, wie wir brauchen werden. Und wir haben auch noch eine Estus-Scherbe, die wir direkt hinterher werfen können. So, dann nehmen wir doch, wo wir jetzt das Uchi haben, nochmal Geschicklichkeit. Das versuche ich dann auf 25 zu bringen, bevor ich dann irgendwas anderes mache. Und dann sollte das Uchi eigentlich auch seine Stärke, nämlich die Geschicklichkeit, zum Tragen bringen können. Oder besser zum Tragen bringen können. So, Estus verstärken, ja. So, dann können wir eigentlich mal gucken, ob wir den jetzt anders zuweisen können. Obwohl, bisher fahre ich damit ganz gut. Lassen wir das erstmal so. Eine 9-1 Zusammensetzung, Aufstellung. So, und jetzt geht es weiter zu den Ruinen der Pharaonfeste. Dann da waren wir stehen geblieben, mitten im Sumpf. Wo es schon wieder, was weiß ich, gefühlte 20.000 Wege gibt, aber nur einer ist der richtige. Nur einer führt uns wirklich weiter, der andere führt uns entweder in die Irre oder zu irgendwelchen Items, aber die wenigsten. Dann gibt es bestimmt noch einiges zu erforschen, aber ob ich das alles jetzt mache, ja weniger. So, los geht's. Das ist diese Tür, das heißt, eine Flamme fehlt noch. Eine Flamme haben wir irgendwie übersehen, oder die sind hier in den Weiten des Sumpfes. Muss ja so sein. Und das ist die Tür, die wir aufkriegen wollen. Ganz schön groß. Gehen wir doch erstmal darüber. Ach du Scheiße, sind hier viele Schnecken. Oh, da kommt ja noch eine. Direkt mal unser Uchi hier ausprobieren. Okay, das ist doof. Das ist ja voll gemein, die können ja, haben ja Fernangriffe. Das ist jetzt scheiße von euch. So. Jetzt muss noch mal von der anderen Seite. So. Hier bin ich. Zack. Und ab dafür. Und du bist jetzt auch dann fett weg. Ein untoten Knorrsplitter. Cool, kann ich direkt wieder zurücklatschen. Direkt wieder zurück in den Schrein. Okay. Was knarzt hier so? Du bist das. Verrecke. Was läuft denn da hinten rum? Ach, hier ist eine Leiter. Vielleicht so oben die letzte Flamme war. Erstmal das Item hier holen. Oh, hier geht's tiefer. Alles klar. Das Giftbild auch höher. So. Dann hätte ich denn die Scherbe. Oh, da ist ja noch so ein Vieh. Das warte ich erstmal. Was ist das da hinten? Sieht echt bösartig aus. Aber da liegt was. Das würde ich gerne haben. Aber ist das hier nicht überall so tief? Sonst habe ich ein Problem. Ja, doch, ist es aber. So will ich dann auch nicht gegen das Ding kämpfen. Aber da liegt was. Musst du so erstmal warten, bis das Gift ein bisschen nachgelassen hat. Sonst wird das gefährlich. Da hinten ist auch noch was. Ich stehe wie in Demon's Souls. Überall glitzert was. Und führt dich nur immer und immer tiefer in den Sumpf, bis du irgendwann überhaupt nicht mehr weißt, wo du eigentlich bist. Und egal, wo du dann hingehst, ist Gift. Ja, ja, schöne Erinnerung, schöne Erinnerung. Danke. Noch zwei Titanit-Scherben. Und vergiftet. Aber das wenigstens hat das Ding nicht gesehen. So vergiftet sind, können wir ja auch rumstolzieren, wie wir lustig sind. Und schon mal zurückgehen. Oder da hinten hingehen, da lag ja auch noch was. Boah, ich komme jetzt wirklich gar nicht mehr voran. Möglicherweise zieht das Gift nicht sehr langsam nur. Ja, doch, Rollen ist schneller. Noch nicht viel. Gelobt sei die Sonne.
Okay. Estus-Suppe, cool. Ich Idiot hab natürlich sofort getrunken. Sonnenlicht-Talisman, alles klar. Ich Idiot, ich hätte ja auch warten können. Na egal, jetzt können wir schon mal den einen Klumpen hier nehmen. So. Ich glaube, den lege ich mir direkt auch. Obwohl, ich könnte es ja eigentlich auch hier in das Menü legen. So. Denn mitten im Kampf würde ich gerne doch lieber einfach nur zwischen den Ästen umschalten und sonst nichts beachten müssen. Wolfsblut-Grasklinge, was ist das denn für ein Teil? Wo ist das Ding überhaupt? Das ist keine Waffe. Das ist jetzt verwirrend. Was war das? Okay, müssen wir jetzt mal suchen. Den Knochensplitter, den kennen wir schon. Da, Grasklinge. Beweis der Pflichterfüllung eines Wachhunds von Pharaon. Also irgendein Eidgegenstand. So ein Wolfseid hört sich ja schon mal sehr interessant an. Würde mich ja schon interessieren, was das damit auf sich hat. So viel zu Wachhunden von Pharaon. So, jetzt müssen wir irgendwie zu dieser Leiter kommen. Bam, bam. Nein, lass mich in Ruhe. So. Leuchtfeuer voraus. Wie, noch eins? Also, wenn es jetzt tatsächlich ein Leuchtfeuer ist, ist es jetzt echt zu viel. Das ist jetzt echt zu krass. Das ist dann echt zu krass, weil wir waren gerade an einem und das sind keine zwei Schritte entfernt. Es sei denn, es gehört zu einem anderen Gebiet oder so, dann macht's Sinn. Wow. Hier hat man einen guten Überblick. Moment, erstmal darüber. Geheimfahrt voraus. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier als erstes hin soll. Noch und wart. Zeit für Echse, das sieht schon mal gut an. Ja, da. Komm her! Bleib hier! Mensch, lauf! So. Vogeldidanit. Ach ja, hier waren wir schon. Ja, stimmt, da hat da was gesagt von wegen Geheimfahrt, ne? Wahrscheinlich eine Wand oder so. Hier das? Scheinbar waren voran an Schattenasche. Ja, gut, dass die Nachricht im Weg ist. Aber trotzdem danke. Ja, der hat das besser gemacht. Der hat Platz gelassen. Asche eines Traumjägers. Alles klar. Und was ist das hier? Keine Ahnung, da ist ein Wolf. Toter Wolf, wohl bemerkt. Ist das der Eid? Wenn es ein Eid ist, dann macht es Sinn, dass hier ein Leuchtfeuer ist. Aber ansonsten ist das echt zu krass. Jedenfalls, wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch gerade hinsetzen. Zu altem Wolf von Pharaon beten. Das ist echt ein Eid. Etikette der Legion. Pharaons Wachhunde. Wieder ein Eid mehr. Wolfsblut-Grasklinge darbieten. Da würde ich aber gern erst mehr über den Eid erfahren, bevor ich das mache. So, Pharaons Wachhunde schwört dem Eid von Pharaons Wachhunden die Treue. Ein altes Medaillon mit einem Wolfswappen, das den Pakt mit dem alten Wolf von Pharaon symbolisiert. Das Anliegen schwört dem Eid von Pharaons Wachhunden die Treue. Die Wachhunde sorgen dafür, dass der Schlaf der Krieger ungestört bleibt, indem sie die Gestalt treuer Geister annehmen und alle angreifen, die ins Pharaons Wälder eindringen. Das Herbeirufen erfolgt automatisch beim Anliegen. Also, ist das so ähnlich wie dieser eine Eid der Waldläufer in Dark Souls 1? Da war es aber eine Katze und kein Wachhund. Oder Wolf. Also wird das immer wieder PvP-Gebiet Nummer 1. Allerdings in so einem Giftsumpf, ein bisschen blöd. Aber es gibt ja auch genug Stellen, wo kein Gift ist. Und da kann dann auch keiner einfach so weglaufen, weil dann muss er halt da durch den Giftsumpf.
Was für die Invasöre wahrscheinlich gar nicht so schlecht ist. Ich würde bestimmt auch schon längst invasiert worden sein, wenn ich denn invasiert werden könnte, denn das geht ja nur, wenn man die Glut hat. Alles klar, also lege ich den jetzt schon mal nicht an, aber ich kann ja eigentlich das Ding schon mal da, obwohl ich würde es eigentlich lieber behalten erstmal. Ich will jetzt erstmal noch keinen Reit anfangen. So, und wo führt das Ding hin? Nach oben, schön. Vielleicht ist da die letzte Flamme. Hoffentlich, ich will nämlich eigentlich nicht den ganzen Sumpf absuchen. Vielleicht kann ich von hier oben dann wenigstens sehen, wo die letzte Flamme ist. Ich hab so einen Anhaltspunkt. Es sei denn, es ist zu weit oben, weil da drüben ist die letzte Flamme, okay. Das kann ich mir voll merken, wenn ich gleich wieder runterfahre. Ich weiß dann genau, wo das ist. Aber ich glaube, wir sind wieder auf dieser riesigen Mauer, ne? Auf dieser Brücke, wo sie Gargoyles hingeschleppt haben. Von da oben? Zeit für Distanzkampf. Was läuft darum? LOL. Ist das etwa einer von diesen Dämonen? Tatsächlich. Das ist einer von diesen Dämonen aus dem ersten Teil. Das ist ja krass. Okay, das Ding will ich gerne töten. Also, ob ich das noch hinkriege. Das letzte Mal habe ich mich ziemlich blöd angestellt. Aber das war auch gegen diese Feuerversion von dem. Das ist ein Fire Sage. Okay, hier kann man runter, aber irgendwie bringt das nichts. Es sei denn, man geht darüber. Aha. Okay, mal gucken, was hier ist. Der Tod, scheiße. Ist das hier der Nostalgiebereich oder was? Das ist ja ein Drache. Und das ist ein Küstenlizard, der da rumläuft. Den würde ich schon gern haben. Komm her. Nein, bleib hier. Lebt er überhaupt? Nee, der scheint tot zu sein. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich mir hier die Dinger schnappe, oder? Okay, danke. Jetzt kann ich mich mein Dings hier noch weiter verbessern. Vielen Dank, Drache. Ein Blitzsperm war auch hier. Cool. Tut einem wirklich nichts? Nö. Der ist mausetot. Tatsächlich, da oben sind die Typen und auch dieser eine komische Zauberer, den wir gefunden haben. Ach, da fällt mir dieser Zauberer. Der hat einem ja dieses Level abgegeben, ne? Ob das noch häufiger geht? Drachenwappenschild, cool. Sieht ein bisschen aus wie der, den ich hab. Boah, guck mal, wie viele sind denn hier? Hi. Wer schreit da? Das gefällt mir nicht. Aber Hauptsache Crystal Lizard. Komm her! Alter, komm her! Verdammt. Komm her! Geht doch. Schwerer Edelstein, danke. Das ist nur einer von denen wieder. So ist versperrt, aber wir wissen ja, wie man da dran vorbeikommt. Da geht's nicht lang. Da ist nichts. Die sind nur die Typen, aber ich glaube, die tun mir nichts. Die geben auch keine Seelen, oder? Doch, tun sie. Und sie droppen Brandbomben. Okay, sie müssen sterben. Wer ist der Typ hier? Alter Typ. Bonusseelen. Das mag ich doch. Kostenlose Seelen. Jetzt noch weiter hoch. Wollte gerade sagen. Aha. Jetzt will ich aber ausprobieren, ob man damit irgendwie da durchgehen kann. Ja, okay, wenn er so einen Scheiß macht. Jetzt hat er mir tatsächlich das verdorben, was ich eigentlich testen wollte. Blöder Idiot. Ja, ob man darüber kann. Ich glaube nicht. Sieht auch nicht so aus. Ich kann jedenfalls nicht sehen, was irgendwie von Bedeutung wäre. Ich wollte mir doch den Schild angucken, ich Idiot. Egal, keine Zeit. Ah, seht ihr mal, gut, dass ich die Gegner gekillt hätte. Sonst wären die jetzt wahrscheinlich wahr. Autsch. Oh, dammit. Hat er sich auch resettet. So, jetzt haben wir noch eine Chance. Was hab ich gemacht? Hat er das schon wieder, ey? Blöder Idiot. Ich will nur gucken, ob ich Guardbreaken kann damit. So, aber jetzt. Hier, erstmal Drachenschild. Das ist ja auch ein Wappenschild, ein Drachenwappenschild. Mit mehr Feuerresistenz, logisch, aber weniger Dunkelresistenz. Aber ansonsten ist der genau gleich.
Also je nachdem, wo man gerade ist, nimmt man einfach den passenden Wappenschild. So sieht's aus. Weil sonst ist er wirklich genau gleich. Ich will jetzt einfach mal den Drachenwappenschild. Einfach weil wir Dunkel gerade hatten. Deswegen wird das wahrscheinlich so schnell nicht wieder. Und einfach weil der cool aussieht. Guckt euch das an. Ist das nicht geil? Das ist ein richtig cool aussehender Schild. Dann würden wir es wahrscheinlich sowieso noch auf dem Rücken tragen. Aber so kann man wenigstens sehen. Denn momentan bin ich doch. Fühle ich mich safe genug, dass ich ohne Schild hier rumrenne. Tolle Aussicht. Das stimmt allerdings. Das ist echt eine tolle Aussicht. Und da unten haben wir wieder dieses Vieh. Machen wir doch mal einen Screenshot davon. Hier mit dem tollen Drachen und so. Muss doch mal sein hier. Schön. So, kann man da runter? Macht das Sinn? Nicht wirklich, aber es geht. Hier ist zwar nichts, aber egal. So komme ich wenigstens schnell wieder auf die andere Seite. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das noch kann oder ob das irgendwie anders ist. Also Platz genug ist hier. Hier sind wir hergekommen, naja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da auch irgendwie so ein jetzt ein Bosskampf triggert oder so. Versuch Nahkampf. Selten, dass einer empfiehlt, in den Nahkampf zu gehen. Nichts da. Nein. Ja, war klar, dass er das machen wird. Das ist praktisch, da kenne ich wenigstens das Moveset schon. Oh! Okay, Schwanzschlag, das ist neu. Oh, und das kenne ich auch nicht, das ist auch neu. Shit, shit, shit. Also, er hat ein paar neue Moves. Nein, ich bin gerade gerollt. Ohne Scheiß, ich bin gerade gerollt. Das ist unfair. Mann. Weil das jetzt so Brocken schießen kann, das ist ja krass. Okay, greifen nicht gut, greifen gleich tot. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber den will ich jetzt echt gern besiegen. Nur blöd, dass er mich one-hitten kann. Das ist echt nicht gerade von Vorteil. Ah, es geht das wieder los. Wieder irgendwelche Lifts, die ich rufen muss. In der Zwischenzeit machen wir doch ein Foto von einem tollen Typen hier, den wir getroffen haben. Der anscheinend tot ist. Aber egal. Ein Selfie mit einem Wolf, ist doch toll. So, jetzt ist auch das Ding wieder da. Passt alles super. Überhaupt keine Zeit verloren. Mit dem Wams hier, das passt richtig zum Schild. Und ehrlich gesagt passt mein Uchigatana nicht dazu, aber es ist mir so egal. Uchigatana ist das Beste. So, auf ein neues. Das Vieh muss sterben. Versucht, ganz klar. So. Oh, ah gut, hab mich nicht getroffen. Weg. Und wieder hin. So, schön versuchen, wieder zu bleiben. Denn dann macht er einfach nur die Arschbombe, dann brauche ich einfach nur ein bisschen weggehen und dann kann ich wieder draufschlagen. Blöde Schwanzi. Ich sehe nichts. So, ich gehe einfach weg und jetzt kann man kaputt schlagen. Zack! Seele eines verirrten Dämons. Cool. Stirb! Du Drecksvieh. Aber echt coole Hommage. Dass das Vieh ist und dann auch noch sogar ein paar neue Sachen kann. Echt cool. So lobe ich mir das. 5000 Seelen, eine Glut haben wir hier liegen. Was liegt da vorne? Noch eine Glut. Jede Menge Gluten. Lass mich raten, Glut. Nee, Großaxt. Oh, was Neues. Nett, nett.
Da kann ich nicht drauf springen. Hätte mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Ha, kann man hier hochspringen? Nein. Das wäre voll cool, wenn man hier hätte hochklettern können. Na, sonst liegt hier nichts. Okay, dann gucken wir uns einfach mal die Großaxt an. So, 188, 75. Braucht 32 Stärke. Nie und nimmer komme ich da hin mit dem Dings hier. Und das ist auf Sack schwer, das Teil. Es wiegt sich erst 16, ey. Niemals komme ich dahin mit diesem Charakter. So, aber jetzt geht's weiter. Jetzt muss ich wieder auf das Ding warten. Gut, dass ich ihn zurückgeschickt habe, ne? Aber hey, hätte er sein können. So, jetzt wisst ihr ja auch ungefähr so, wo die Flamme ist. Wenn wir da runterkommen, so von hier aus gesehen, jetzt wieder unten sind, links darüber, so. Also jetzt ist die Flamme rechts. Am besten, ich versuche mal da hinzugucken, wo sie gerade ist. So ungefähr. Damit ich ungefähr weiß, in welche Richtung wir müssen. So. Darüber. Darüber. Bei einem Wolf links. Ganz einfach. Darüber. Siehst du? Da. Ja, von hier aus kann man das doch ganz gut sehen. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch hier platziert, damit man diesen Anhaltspunkt hat. Oh nein! Weg da! Heiß und fettig. Heiß und schneckig, eher gesagt. So, heute gibt's Schneckengehacktes. Also, wir müssen da irgendwie rüber. Gut. Ich würde sagen, wir orientieren uns erstmal da an diesem Feuer. Vielleicht ist das auch so eine Absicht. Moment, das muss der Turm sein, oder? Ich weiß nicht. Erstmal Schnecke töten. Bevor die Schnecke mich tötet. Das macht Sinn, ja. Stirb. Und weg. Jetzt hier erstmal schön Schnecken schlachten. Französisch echt essen. So, hier rüber. So. Da hinten brennt es. Da müssen wir hin. Wer schneckt denn da noch rum? Boah, ganz schön viel schneckt da rum. War es eigentlich schon eine ziemlich coole Quest hier, so mit dem Feuer. Rollo, Rollo, Rollo. So, geschafft. Darüber müssen wir jetzt auch noch kommen. So, hier haben wir jetzt erstmal Fläche. Was ist das hier? Keine Ahnung, was vergiftet mich nicht, das ist schon mal positiv. Jetzt müssen wir wohl oder übel an dem Fieder vorbei. So ein bisschen aussieht wie Nito. Ew, was ist das? Keine Ahnung, aber es will mich treffen. Autsch. Hey, ich bin gerollt. Autsch, das war echt viel hier. Wow. Gut, dass ich so um den Baum rumtänzeln kann. Schlag. Danke. Okay, so hart sind die nicht, aber die nerven einen übelst. Das ist nicht so, dass sie einen mit zwei Schlägen irgendwie kaputt schlagen. Die nehmen sich eher ihre Zeit. So. Schön Ausschau halten. Aber das ist praktisch. Ich habe echt genug Anhaltspunkte gemacht, dass man weiß, wo man hin muss, aber auch nicht so, dass man das Gefühl hat, als wird man an die Hand genommen und mitgezerrt. So, tja, da musst du hin, guck da, so riesen Pfeil, Neon-Reklame. Da will mich irgendwas. Noch so ein Vieh. Das ist nicht gut. Hä? Boah. Oh, scheiße. Oha. Zack. Ich glaube, ich bin ziemlich tot. Komm schon. Einfach durch die Mitte. Zack. Ah, oh, wollte gerade sagen. So. Zack, zack. Tot. Ich wurde jetzt auch noch getroffen, aber das war's wert.
Oh, was haben die denn schönes? Steingroßschild. Okay, cool. Und das hier zur Flamme. Was ist hier? Aha. Rostige Goldmünze. Okay. Was kann die? Zermalen für vorübergehend stark verbessertes Finderglück. Also eigentlich nur eine rostige Münze plus. Okay. Da fällt mir ein, ich habe ja hier noch untoten Knochensplitter und so ein Zeug. Okay, jetzt pusten wir aber erstmal das Feuer aus. Bye bye. So, aus damit. Puff, weg ist er. Und jetzt müsste die Tür hier aufgehen. Oh, das sieht aber dunkel aus. So ein ganz dunkler Wald, ey. Boah, aber sau atmosphärisch, wenn ich das mal so sagen darf. Von hier aus gesehen, wenn man drin ist, ist es vielleicht anders, wer weiß. Don't judge a book by its cover. So, Heimatknochen. Aber so wie ich Dark Souls kenne, wird es dann auch so sein. Hier kann man nur noch nach oben. Ich jetzt gerne noch ansehen. Okay. Was geht mit dem? Keine Ahnung, stirb. Ich will gar nicht wissen, was mit dem so abgeht. Hier ist Blut, das ist ein schlechtes Zeichen. Und da ist ganz, da hängt ganz viel irgendwie sonst wo. Was höre ich da? Das hört sich nicht gut an. Ist das ja auch wieder so Deep Swamp Shit? Yes. Of course it is. Sorry. Ich will das Item. Hier ist eine versunken. Große Sehnersamen, so sind Soldaten. Hat's gebracht. Hat sich voll gelohnt und so. Ach, wo sie schon vergiftet sind, kommen wir auch direkt darüber. Frösche! Oh shit, Fluch. Oh shit. Hätte sie nicht ein Stück näher kommen können. Alter, willst du mich verarschen? So, weg damit. Schluss mit dem Desk-Quaken hier. So, jetzt können wir nämlich eigentlich einfach den hier machen. Hä? Hab ich das falsch genommen? Ich habe das falsche genommen. Das ist Kiefernharz. Nein, du dämlicher Idiot. Ich will das da. Toll, jetzt habe ich Gift auf die Waffe getan. Das wird mir hier viel bringen im Giftgebiet. Super. Da hinten liegt noch irgendwas. Aber eigentlich würde ich gerne mal zurück und meine Uchi verbessern. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal einen Heimatknochen benutzen. Wir wissen ja, wie wir hier hinkommen und so. Denn ich kann meine Uchi noch weiter verbessern. Das ist voll cool, dass man jetzt auch den Feuerbandschrein auswählen kann. Das ist auch praktisch. Kann ich auch meine Seelen in Sicherheit bringen. Und ja, wir sind jetzt auch leider, warum ich jetzt so überstürzt, sag ich mal, aufhöre, sind halt auch wieder am Ende der Episode. Ich muss jetzt eigentlich zusehen, dass wir das hier zu Ende bringen. Ansonsten wird die, was weiß ich, wie lang, das will ich nicht. Muss schön kompakt bleiben hier immer. Deswegen werden wir jetzt einfach hier das Uchi nochmal aufpumpen. Auf plus 4, dann ist es auch endgültig stärker als das Breitschwert. Wenn auch nur... Ja, es ist dann eigentlich genauso stark. Aber auch, wenn ich das Breitschwert jetzt auch verbessern würde, was ich natürlich nicht tun werde. Was ich auch gar nicht könnte, aber naja. Uchi Katana plus 4. Ich bin froh, dass wir es wieder haben. So. Hubbel, 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 hubbel. Ach, bei der können wir noch dieses neue, diese Asche abgeben, ne? Schattenasche. Eines Traumjägers. Bin ja mal gespannt, was das ist. Alles klar, sagt sie. Na komm. Aber springt's ja was.
It must come from one most foolish indeed. Wouldst thou not agree? Naja, wie du meinst, wie du meinst. Ich will einfach nur gucken, was du Neues hast. Eine verborgene Segnung. Steht FP vollständig wieder her, okay. Wenn du Blüten, Naturpulver, kann man ja alles nach wie vor frei kaufen. Ah, goldenes Kiefernharz und Harzbündel für Blitzschaden. Okay, ich glaube, das ist neu. Prismasteine, bla. Kleine Titanitscherben. Das ist cool. Das ist echt cool. Hätte ich früher mal haben müssen. Obwohl, jetzt habe ich ja ganz viele Titanitscherben gefunden. Kompositbogen. Geil. Ich glaube, den kaufe ich mir direkt. Sagen wir direkt mal Adieu dem alten Ding da, was wir haben. Ich komme schon gar nicht mehr drauf. Endlich ein Bogen, ey. Allerhöchste Zeit hier. Hör damit. Wird bestimmt ein besseres Scaling haben später, denke ich mal. Gewebetalisman. Ich weiß nicht, ob ich den schon kaufen konnte. Hier Lederrüstung. Könnte sogar was bringen, aber ich glaube sogar jetzt ist es noch zu schwer. Verbannten Sachen, okay. Lebensring. Federpfeile. Zumindest stärker als Holzpfeile. Da wir jetzt einen Bogen haben, macht es auch Sinn, wenn wir schon mal ein paar davon kaufen. Ja, komm, hau raus hier. So, und damit haben wir es dann. Und keine Seelen bleiben übrig. Damit haben wir dann jetzt hier eine sexy neue Ausrüstung. Erstmal gucken, ob das hier sich überhaupt lohnt. Nicht, dass ich Scheiße gebaut habe. Der hat 40-40. 73 plus 19. Der hat kein Scaling, der schon. Und damit ist es dann. Wenn auch nur ein wenig. Aber der Kompositbogen ist stärker. Und es ist ein Bogen. Bogen sind cool. Muss nur gesagt sein. Und hat Schnellfeuer, was auch immer das ist. Keine Ahnung. Aber damit sind wir dann am Ende der Session und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Dark Souls 3 wieder mit einem neuen Bogen und wahrscheinlich dann auch in einem neuen Gebiet. Bis zum nächsten Mal.